Ein lauter Knall, dann Feuer und dichter Rauch. Ein traumatisches Szenario für die Londoner im Berufsverkehr am Morgen. Tausende von Menschen sind dann am Verkehrsknotenpunkt Vauxhall unterwegs, in unmittelbarer Nähe zum Absturzort des Hubschraubers. Es ist fast schon ein Wunder, dass nicht noch mehr passiert ist. Wir haben eine Explosion gehört, wie bei einem Kampfflugzeug. Dann dachten wir, das ist ein Terroranschlag. Die Polizei betont, von einem terroristischen Hintergrund sei nicht auszugehen. Delikat dabei, in unmittelbarer Nähe zum Absturzort befindet sich das Gebäude des britischen Geheimdienstes MI6. Zu diesem Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass ein Hubschrauber auf einem planmäßigen Flug in einen Baukran auf dem Dach des Hochhauses geprallt ist. Der Hubschrauber stürzte auf der landwärts gelegenen Seite des Gebäudes ab. Nach der Unfallursache wird weiter geforscht. Ein möglicher Faktor für den Absturz? Am Morgen herrschte dichter Nebel über der britischen Hauptstadt.